Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute zeige ich euch, dass man nicht nur mit Maskierfolie oder Maskierband maskieren kann, sondern auch mit Parafilm. Und was das ist und wie das genau funktioniert, das zeige ich euch im kommenden Video. Also, bis gleich! So, eingangs ja schon erwähnt, möchte ich euch heute zeigen, wie man mit Parafilm maskiert. Maskieren kennt man ja oder macht man ja in der Regel mit so Maskierband oder gibt ja so Maskierfolie in A4, wo man sich dann Schablonen rausschneiden kann oder sonstiges. Aber es gibt teilweise, Arbeitssituationen, wo man mit einem Maskierband oder mit Maskierfolie nicht weiterkommt. Und da kommt Parafilm zum Zug. Bevor ich anfange, kurzer Exkurs. Was ist Parafilm überhaupt? Parafilm, das steht ja da schön drauf, ihr könnt es sehen, da steht Laboratory Film, kommt aus dem Labor. Haha. Und ist eigentlich also eine dünne Folie, die man dazu benutzt, um Gefäße zu verschließen. Diese Folie besteht zu 50% aus Paraffin oder Paraffin, Paraffinwachs, Paraffinwachs und 50% aus Polyolefin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Polyolefin. Und die haftet, aber ohne Klebstoff. Also sie klebt nicht, weil dann wäre ja Klebstoff dran, sondern sie haftet ohne Klebstoff. Es ist durchsichtig, seht ihr nachher gleich. Und was ganz super ist, jetzt speziell für uns im Modellbau, sie greift Farben und auch unversiegelte Deckholz nicht an. Also das heißt, ich kann das praktisch auf alles draufknallen, was geht, und brauche mir eigentlich keine Sorgen machen, dass mir dann dieser Parafilm die Farbe wieder runterzieht oder dass ich nachher Klebespuren habe, weil da ja kein Kleber dran ist, weil die haftet. Genug geschwafelt, ich möchte euch das jetzt da zeigen und habe natürlich da mein ganzes Tralala da, also ich habe da ein bisschen Parafilm, ich habe da 5 Meter Rolle da, ein bisschen was runtergeschnitten, wir haben da ein bisschen Wasser, eine Pinzette, einen Zahnstocher, den wir vielleicht nicht brauchen werden, aber wir werden es dann sehen, den mache ich auf jeden Fall da schon mal ein bisschen nass, also ich habe den einfach da jetzt ins Glas gelegt. Und mein Teststück, ihr kennt es ja mittlerweile schon, da habe ich euch schon ein paar Sachen gezeigt, auf dem, da klebt dann nur das Leder dran. Ja, und bei dem Teststück werden wir heute wieder was maskieren, und zwar wir haben ja da unten, also ich zoome euch mal rein, hoppala, wenn ihr euch noch erinnern könnt, wir haben ja mal, ich habe mal dieses Video gemacht mit diesem Lederimitat. Und da haben wir da diesen Riemen quasi aus so einem Lederriemen umfunktioniert. Und jetzt möchte ich diesen Riemen lackieren. Also ich nehme mal an, ich habe jetzt diese Plane, die ist schwarz, habe die schwarz lackiert und möchte jetzt diesen Riemen da mit diesen Scharnieren möchte ich jetzt anders lackieren. Und jetzt kann ich da natürlich hergehen und das Ganze mit Maskierflüssigkeit maskieren. Oder ich fummel mir da mit ganz dünnem Maskierband da entlang, bis ich das habe. Oder ich nehme halt Parafilm. Arbeiten mit Parafilm ist ein bisschen eine eigene Sache. Es gehört viel Übung dazu. Aber wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, dann kommt es gut. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass es bei mir auf Anhieb klappt. aber ja, wir werden sehen. Also, wenn man das runterschneidet, ihr seht, es ist durchsichtig. Und jetzt kann man das ein bisschen ziehen. Ganz, ganz vorsichtig kann man das auseinanderziehen. Und dann wird das ganz, ganz weich. Und das ist das, was wir wollen.
So. Da muss man schon mal ein bisschen aufpassen, dass man das nicht überdehnt, sonst hat man da schnell ein Loch drin. So, aber das war es im Großen und Ganzen schon. So. Und jetzt legen wir das da drauf. Dann drücke ich das mit dem Finger an. Und wenn das jetzt mit dem Finger nicht funktionieren würde, dann hätte ich zur Not dann noch meinen eingeweichten Zahnstocher. Eingeweicht deshalb, weil dann ist er nur ein bisschen weicher. Weil sobald ich damit was Spitzen, Scharfen dran gehe, reißt mir nämlich diese Folie. Oder dieser Film. Ist ja keine Folie. So, und jetzt drücke ich das da mal an. Richtig fest. Und das schaut gut aus. Ja. Ich nehme jetzt einmal, ich habe jetzt auf dem Finger ein bisschen Wasser drauf gemacht und drücke so nochmal ein bisschen an. Ja. Gut. Und dann nehmen wir da eine scharfe Klinge. So, ein bisschen rauszoomen, sonst kriegt sie Kopfe. Und dann schneide ich da entlang. Einfach aus. So. Mal eine Seite und jetzt noch von der anderen. So. Und wir wollen ja, wie gesagt, wir wollen ja diesen Riemen lackieren. Das heißt, habe ich da nicht. Live TV. So, der müsste jetzt. Gut, da habe ich nicht sauber geschnitten. Kann auch passieren. Auf jeden Fall ziehe ich das jetzt da weg. Also auf dem Riemen selber. Weil den wollen wir ja lackieren. Schau, dolle. Und weg ist es. So, und was habe ich da jetzt? Ihr seht, jetzt habe ich da links und rechts den Film. Und der Riemen, der ist filmfrei. Und jetzt kann ich da drüber braschen, natürlich mit der Airbrush, ist ganz klar. Und wenn das dann getrocknet ist, logischerweise, dann kann man das wieder abziehen. Wichtig ist beim Parafilm, dass man die Farbe wirklich gut durchtrocknen lässt. Weil es kann passieren, durch das, dass das so dünn ist und die Farbe, wenn die nur flüssig ist, wenn ich das wegziehe, dann zieht es mir das unten rein. Kann aber beim Maskierband ja auch passieren. Also Farbe einfach gut trocknen lassen. Und dann kann man das ganz einfach wieder abziehen. Jetzt fragt sie euch sicher, ja, für was brauche ich das? Das beste Anwendungsbeispiel, das kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich keine Flugzeuge baue. Aber wenn man Flugzeuge hat, hat man ja am Cockpit, also das Canopy, das Cockpit, die Cockpitverglasung. Und da haben wir immer diese Streben, die lackiert werden müssen. Und es gibt da vorgeschnittene Maskierfolien. Es gibt Leute, die können das mit einem Pinsel ausmalen. Und dann gibt es noch welche Profis, die können das ganz gut mit Maskierfolie selber machen. Aber am einfachsten ist es, wenn man mit einem Parafilm schafft. Warum? Weil er durchsichtig ist. Ihr müsst euch vorstellen, ich sehe ja immer das, was drunter ist. Dann kann ich da auch wirklich schön entlang schneiden, ohne dass ich Angst haben muss, habe ich es jetzt erwischt oder nicht, weil ich sehe es ja eigentlich.
Anfang vom Video habe ich euch ja gesagt, es greift auch unversiegelte Deckholz nicht an. Das heißt, wenn ich jetzt schon Deckholz auf dem Modell habe und ich sehe dann noch was, wo ich mir denke, oh, das muss weg, aber ich will jetzt da, ich muss jetzt nur dran gehen, bevor ich einen Klarlack drauf mache, dann hilft der Parafilm auch, weil dann kann ich quasi maskieren, ohne dass ich mir die Deckholz kaputt mache. Weil mit einem Maskierband von Tamiya oder Revell oder sonst was, auch wenn ich es über einen Handrücken abziehe und die Klebekraft schwäche, wenn ich das auf Deckholz draufklebe, dann nimmt es mir die wieder mit. In den meisten Fällen. Kann einem da nicht passieren, weil, wie gesagt, das hat keinen Klebstoff drin, das haftet nur. Und wenn ich das wegnehme, ihr habt es gesehen, das geht ganz einfach und elegant, geht das wieder runter. Weil es ja nicht klebt, es haftet ja einfach. Und dann schmeiße ich das weg. Und dann ist die Sache erledigt. Tut mir leid, dass ich da jetzt nichts lackiert habe, aber ich glaube, ihr habt das Prinzip vom Parafilm verstanden. Es gibt natürlich noch andere Einsatzgebiete im Modellbau von dem Ding. Eben wenn man nachträglich noch bessern möchte und dann nicht das ganze Modell nochmal abkleben will, auch wenn der Klarlack schon drauf ist, kann ich mit dem gut drüber gehen, weil wie gesagt, es hat keinen Klebstoff drin. Es haftet nur. Und somit kann ich dann auch gewisse Bereiche, sage ich mal, lackieren, wo ich mich sonst nicht dran trauen würde, weil ich den Rest vom Modell schon gemacht habe. Oder auch ein Beispiel, wenn ich so kleine Details habe, wie Kabel und Schläuche, die angegossen sind, die mit angegossen sind am Teil, und die können anders, dann kann ich ja zwar trockenmalen dran, aber manchmal hat es dann irgendwie so kleine Schaltkästen oder so dran oder sonst irgendwas. Und die können angemalt, andersfarbig wie der Rest vom Modell. Dann kann ich da auch mit Parafilm eigentlich relativ elegant das Ganze maskieren und brauche mir keine Sorgen machen, dass mir erstens mal die Farbe irgendwie angreift oder wenn ich schon ein Deckel drauf habe, deshalb. Und natürlich der Vorteil, habt ihr gesehen, habe ich auch schon erwähnt, es ist durchsichtig. Das heißt, ich sehe immer, was drunter ist und kann da entlang schneiden. Ja? Wichtig ist einfach, dass man eine frische Klinge nimmt. Meine war vielleicht jetzt nicht mehr ganz so frisch, wegen dem hat es mir das da ein bisschen zerzupft. Aber wirklich mit einer frischen Klinge das Ganze ausschneiden und dann hat sich die Sache erledigt. Und ihr habt es ja gesehen, es löst sich ganz einfach wieder ab. Dann mit einer Pinzette, vorsichtig natürlich, oder mit dem Fingernagel das Ganze ein bisschen aufheben und dann abziehen. Und dann ist die Sache erledigt. Jetzt, wo gibt es das? Ich habe ja gesagt, das ist Laborfilm. Ja, also man muss jetzt kein Chemiker sein, dass man das bekommt. Mittlerweile gibt es Parafilm auch ganz regulär im Handel. Ihr könnt es da bei Amazon reinschauen. Der hat es, ihr könnt es, natürlich gibt es auch gewisse Webshops speziell für Laborbedarf, da könnt ihr auch reinschauen, der hat das auch. Wer beim Chinesen bestellen will, kriegt es beim Chinesen. Es gibt auch schon Modellbauläden, die das verkaufen, aber da ist teilweise der Meterpreis ziemlich hoch, weil die wollen halt auch ein bisschen was dran verdienen. Ich würde jetzt den Modellbauladen nicht schlecht reden, aber ja. Einfach Parafilm googeln, Parafilm M, unter Anführungszeichen M, also so, Parafilm M, googeln und dann findet man das. Und ich, wie gesagt, ich habe da jetzt eine 5 Meter Rolle, ihr seht, da komme ich glaube ich ewig aus und mir wird das nie ausgehen. Jo. Dann hoffe ich, dass ich euch heute wieder was beibringen habe können, was ihr noch nicht gekannt habt. So, Deutsch. Ja, wenn euch das gefallen hat, was ich euch gezeigt habe, dann Daumen nach oben, wäre cool. Und wer Fragen, Anregungen, Anmerkungen hat, in die Kommentare damit. Und wie gesagt, oder möchte ich fragen,
Habt ihr auch schon mal mit Parafilm gearbeitet? Wenn ja, was sind eure Erfahrungswerte? Wie immer gibt es zum Schluss noch zwei Videos und ein Abo kann man auch noch da lassen. Würde mich auch freuen. Dann sehen wir uns in einer Woche wieder und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbauen. Tschüss!